Für die, die schon länger geübt haben, soll das einfach eine Vertiefung sein. Und für die anderen soll es einfach mal so eine Einführung sein. Was ist Meditation überhaupt? Warum machen wir denn das? Und das Allerwichtigste, das ich immer zu Anfang sage, bequem zu sitzen. Nichts soll wehtun. Denn wenn etwas wehtut während der Meditation, dann sind wir mit unseren Gedanken da, wo es zwickt und zwackt. Das soll nicht sein. Und wenn wir während der Meditation unsere Sitzhaltung verändern möchten, dann können wir das auch tun, ohne unseren Nachbarn dabei zu stören. Ja, das Schlüsselwort buddhistischer Meditation ist Achtsamkeit. Und das deutsche Wort Achtsamkeit ist die Übersetzung eines buddhistischen Fachbegriffs, der im indischen Sanskrit Smriti und im indischen Pali Sati heißt. Und der Begriff Smriti und Sati hat die beiden Bedeutungen merken und erinnern. Die erste Bedeutung besagt, achtsam sein oder Achtsamkeit üben bedeutet schlicht merken, was wir gerade tun, sagen oder denken. Und die meisten Menschen können ab einem bestimmten Alter nicht nur sehen, hören, riechen, schmecken, spüren oder denken. Sie können auch merken, dass sie dies alles tun. Aber meist sind wir jedoch so identifiziert von dem, was wir tun, sagen und denken, dass wir auf unsere Wahrnehmung gar nicht achten. Stattdessen halten wir unser unmittelbares Tun und unsere Gedanken für das ganze Leben. Nun, wenn schon, mögen Sie jetzt vielleicht einwenden. Warum müssen wir merken, was wir tun und was wir denken? Was nützt uns das? Das fragen wir so gerne, wenn wir etwas tun. Was nützt uns das? Ja, wenn wir nicht merken, dass wir müde sind, dann arbeiten wir vielleicht zu lange. Und wenn wir nicht merken, dass wir satt sind, dann essen wir vielleicht zu viel. Und wenn wir nicht merken, dass wir uns ständig einreden, keine Zeit zu haben, dann glauben wir das auch. Und wenn wir nicht merken, dass wir selbst schlechter Laune sind, glauben wir, all unsere Arbeitskollegen seien mit dem falschen Bein aufgestanden. Und wenn wir nicht merken, dass unsere Nachbarin heute einen schlechten Tag hat, nehmen wir ihre Unfreundlichkeit persönlich und sind verletzt. Merken wir jedoch, was mit uns und den anderen geschieht, haben wir mehr Raum. Wir können prüfen, ob eine Situation außen und innen so ist, wie sie uns gerade erscheint, oder ob Gedanken, emotionale Muster oder körperliche Beschwerden unseren Blick auf uns und die Welt verzerren. Achtsamkeit schafft Raum. Und in diesem Raum können sich Mut, Vertrauen und Ausdauer entfalten. Achtsamkeit bedeutet also zunächst zu merken, was geschieht. Wir brauchen nicht sofort alles zu verändern und das können wir natürlich auch nicht. Wir können auch nicht sofort alles merken, was geschieht. Wie immer, wenn wir etwas Neues lernen, fangen wir mit kleinen Schritten an. Auch ein weiser Mann hat mal gesagt, ein Weg von 1000 Meilen fängt mit kleinen Schritten an. Ein Zen-Mönch wurde einmal nach seiner Meditationspraxis gefragt. Und da antwortete er: Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Und wenn ich stehe, dann stehe ich. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Da lachte der Frager und sagte, aber das ist doch nichts Ungewöhnliches, aber das tun wir doch alle. Oh nein, sagte der Mönch, wenn du sitzt, dann stehst du schon
Und wenn du stehst, bist du schon auf dem Weg. Die zweite Bedeutung von Sati ist erinnern. Ja, woran sollen wir uns erinnern? Und wenn wir gerade auf dem Weg ins Wohnzimmer sind und uns dann am Tisch wiederfinden und nicht mehr wissen, was wir hier eigentlich wollten, dann ist es vorteilhaft, wenn wir uns daran erinnern können, dass wir vielleicht die Zeitung holen wollten. Wenn wir uns bei der Meditation in Plänen, Gedanken oder Sorgen verlieren, dann ist es vorteilhaft, dies zu merken und zu unserer Übung zurückzukehren. Wir brauchen Achtsamkeit für unser tägliches Tun, für die Meditation, für Gespräche, die wir führen und für die Arbeit, die wir erledigen möchten. Je achtsamer wir sind, je häufiger wir merken, was wir tun, sagen und denken, je häufiger wir uns erinnern, was wir eigentlich wollten, desto einfacher wird unser Leben. Dann sind wir präsent und wach und können angemessen handeln und reagieren. Vielen Menschen erscheint es aber anstrengend und lästig, allzu viel über sich und andere nachzudenken. Sie möchten lieber spontan leben, so aus dem Bauch heraus. Dieser Wunsch ist verständlich, aber dennoch, wenn wir nicht merken, was wir tun, kann es passieren, dass wir uns lediglich in eingefahrenen Gewohnheiten bewegen. Und was wir für spontanes Handeln halten, ist möglicherweise eingefahren und automatisch. Und Spontanität erwächst nicht daraus, dass wir Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit vermeiden, sondern im Gegenteil. Für uns Menschen in der westlichen Welt ist es oft schwer, solche Dinge zu glauben. Das heißt, wir müssen sie nicht glauben, wir sollten sie nur üben. Aber wir wollen einfach Beweise. Nützt Meditation uns überhaupt? Warum machen wir das überhaupt? Nun haben nach vielen Untersuchungen amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, dass Meditation dabei hilft, die Lebensqualität entschieden zu verbessern. 104 Patienten nahmen im Rahmen einer Studie an einem mehrwöchigen Meditationsprogramm teil. Sie litten unter anderem an Schlaf- oder Angststörungen, Asthma oder Krebs. Und das erfreuliche Ergebnis? Die Teilnehmer fühlten sich danach nicht nur körperlich, sondern auch geistig fitter. Und das bestätigte Studienleiterin Diane Reibel vom Thomas Jefferson Universitätskrankenhaus in Philadelphia. Und wer das Meditieren ein weiteres Jahr fortsetzte, berichtete weiterhin von einem gesundheitsfördernden Effekt. Auch die Mönche des Dalai Lama haben sich Untersuchungen unterzogen und die Wissenschaftler kamen zu dem gleichen Ergebnis. Und mittlerweile ist auch bei uns in der westlichen Welt Meditation etabliert, da es eben doch wissenschaftlich nachzuweisen ist. Und Meditation auf dem Kissen ist die Vorbereitung für unsere Aktivitäten und nicht etwas, uns vom Leben abzuwenden. Thich Nhat Hanh, unser liebevoller und großer Lehrer, sagt, ein meditativer Geist ist still. Es ist nicht die Stille eines ruhigen Abends. Es ist die Stille, in der das Denken mit all seinen Bildern, seinen Worten und Wahrnehmungen vollkommen aufgehört hat. Dieser meditative Geist ist der religiöse Geist. Religion, die nichts mit Kirche, Tempeln oder Gesängen zu tun hat. Nun ist es natürlich schwer, die Achtsamkeit immer aufrecht zu erhalten. Und deshalb ist es einfach gut, wenn wir uns während des Tages
so kleine Brücken bauen. Und ich kann nur von meinen eigenen Erfahrungen mit diesen kleinen Glocken der Achtsamkeit euch was erzählen. Also ich habe als erstes mal am Morgen, wenn ich aufwache, neben meinem Bett steht ein kleiner Glastisch, wo der Wecker draufsteht. Und da steht zum Beispiel dieses Gatter, das natürlich auswendig kann. Aber automatisch, wenn ich auf meinen Wecker schaue, dann sehe ich auch das. Und da steht drauf, ich wache auf und lächle. 24 nagelneue Stunden liegen vor mir. Ich will jeden Augenblick des Tages bewusst leben und alle Menschen mit Liebe und Mitgefühl betrachten. Und das schaltet sich bei mir automatisch morgens schon ein. Und da glaube ich, ist es schon ein guter Start in den Tag. Dann, wenn ich mich an meinen Computer setze, habe ich zwei weitere solche kleinen Glocken der Achtsamkeit. Da steht zum Beispiel nur drauf, nimm dir täglich Zeit, still da zu sitzen und zu lauschen. Und wie gesagt, wenn dann der Blick darauf fällt und dann denkt man, ah ja, jetzt kannst du mal 2, 3 Atemzüge einfach atmen und wieder zu dir kommen. Da habe ich noch eins. Ich atme ein und entspanne meinen Körper. Ich atme aus und lächle. Ich bin ganz im Jetzt und weiß, dies ist ein wunderbarer Augenblick. Und ich wohne in Schwabing, ich fahre sehr viel mit dem Fahrrad. Und früher habe ich mich an der roten Ampel immer so geärgert, dass ich da stehen bleiben musste und warten musste. Jetzt 3, 4 Atemzüge, was will ich eigentlich, wo fahre ich eigentlich hin? Wir sind wieder bei uns. Oder wenn mein Telefon zu Hause klingelt und es klingelt relativ häufig am Tag. Und da nehme ich mir auch die Zeit, 2, 3, 4 Atemzüge einfach zu atmen und denke, wer jetzt auch immer anruft, ich bin ganz da. Und das werden im Laufe der Zeit zu Gewohnheitsenergien, die uns aber wirklich helfen, zu uns zu kommen. Und so gibt es verschiedene kleine Brücken, die wir uns bauen dürfen für den Ablauf unseres Tages.